So, hallihallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Yay, weiter geht's hier mit Post. Und zwar hat mir hier die liebe Marie Claire geschrieben. Ein riesen Umschlag, guckt euch das an. Und dazu hat sie ja auch noch ein super Bild drauf gemalt. Boah, der Hammer hier. Ohne Zähnchen oder halt Nachtschatten ohne Zähnchen. Quatsch, das sieht ja alleine schon an den Flügeln, ein ganz anderer Drachen. Auf jeden Fall, denke ich mal, gehört er irgendwie zu den Nachtschatten. Irgendeine Unterart oder so irgendwie was. Guckt euch das an. Wunderschön gezeichnet, rosa, lila, blau. Der Rest hier schwarz und dann auch noch mit diesen orange-gelben Punkten drin. Das ist schon toll. Und die Augen hat sie schön gemalt, ne? Super schöne Augen. Und dann auch noch diesen Schweif. Das gefällt mir hammermäßig gut, wie schön sie das hier gezeichnet hat, ne? Auch die Spitze. Toll, also klasse. Ich sag ja, unsere Postboten sind immer total begeistert, wenn sie solche Umschläge bringen. Die möchten es gar nicht mehr hergeben und sagen, mein Gott, was kriegt ihr für tolle Sachen? Ja, da wird man richtig neidisch. Also, vielen lieben Dank dafür, Marie-Claire. Und das bewahre ich natürlich auch auf, ne? Das schmeiße ich nie im Leben weg. Finde ich ganz, ganz klasse. Wenn ich mal irgendwann eine große Galerie habe, ein Museum oder sowas, mache ich eine Fanecke, wo all eure Zeichnungen reinkommen. Das wird riesengroß. Das kann ich euch jetzt schon sagen, denn Wahnsinn, was ihr mir alles für Post schickt, ne? Also, dann lasst uns ja mal reinschauen. Ich muss allerdings mal das kurz hinter der Kamera machen. Nicht, dass ich hier irgendeine Adresse sehe, ne? Ist ja klar. Ach Gott, ja. Toll. Okay, also das kann ich euch, glaube ich, zeigen. Nochmal in den Umschlag reinschauen. Ne, nichts mehr drin. Ist leer. Guckt ihr auch nochmal rein? Ja, ist leer, ne? Gut, okay. Also, vielen lieben Dank für die tolle Zeichnung. Der Wahnsinn. So, hier hat sie geschrieben. Hi, Rupi. Ich hoffe, dir gefallen meine selbstgemalten und gezeichneten Bilder. Smiley im Engeluskostüm, ne? Ist das nicht der Kracher? Hier auch ein Teufelchen noch dabei. Und das hier, Grinse Smiley, der Hammer. Und PS, achte nicht auf das Datum von den Bildern, wann die Bilder gemalt wurden, sind aber von den neuesten bis zu den ältesten Datums auf den Bildern sortiert. Okay, ganz viele liebe Grüße, deine Dark Queen Marie Claire. Ah, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Ja Mensch, vielen lieben Dank. Schön, dass ich hier ein Briefchen von dir krieg. Und hier hat sie in die Ecke geschrieben, psst, bin 16 Jahre alt, aber nix sagen, ne? Und hier hat sie Rupi, den zielenden Rupi, gemalt. Klasse. Wow, das sieht sogar ein bisschen aus wie so Schmetterlingsflügel, oder? Ist das nicht klasse? Super, Rupi, schön verziert gezeichnet mit Herzele. So muss es sein. Hammer. Frage, wen würdest du am liebsten ein Liebespfeil in den Hintern schießen? Ah, guckt euch das an. Oh, das ist eine schwere Frage. Vermutlich ohne Zahn und im Tagschatten, ne, damit es klappt. Und hier hat sie auch noch hingeschrieben. Alles, was hier drinnen steht, darf vorgelesen werden. Sehr schön. Hier fliegt noch eine Harfe durch die Gegend. Überall Herzele. Ist das nicht süß? Ach Gott. PS, nicht über meine Fehler in der Rechtschreibung wundern. Habe eine LRS-Störung. Das ist doch alles egal. Es zählt das Tun. Und das finde ich total lieb von dir. Also vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich bedanke mich schon wieder zigtausend Mal. Aber ich freue mich einfach. Ich freue mich total über eure Sachen. Und besonders jetzt hier auch über Marie Claire, Die Queen. Schaut unbedingt auf ihren Kanal. Ja, ganz wichtig, nicht vergessen. Ich kann mich da von Herzen drüber freuen. Toll, ist eure Zeit. Ihr setzt euch hin, packt dem Rupi was ein, malt was, bastelt was oder sonst was. Und das ist für mich eine Ehre, Leute. Das ist für mich eine absolute Ehre. Darum weiß ich, warum ich YouTube mache. Das sind so die Sachen. Großartig. Also, dann hier, Rückseite nichts drauf, aber wow, Leute, guckt euch das Bild an. Das ist ja wunderschön. Hier hat sie sogar signiert, Die Queen, 28.02.2018. Wunderschöne, ja, wie soll ich sagen? Exotische Szene, sieht aus wie ein Paradiesvogel im Sonnenauf- oder Untergang. Ja, hier an der Küste, ein Ufer, hier brechen sich die Wellen an Land. Dann hier klasse, wie die Blätter, die Palmblätter reingucken mit Blüten. Hier sogar eine schöne große Blüte noch drauf. Überall gucken hier so Blätter mit rein. Dann hat sie hier noch einen Ast gemalt, wo sich so eine
Schlingpflanze drumherum schlingert und dieser Paradiesvogel ist ja auch wirklich wunderschön. Guckt euch das an, überall schön Farbverlauf drin, rot, lila, rosa, orange, gelb und toll, das Schwarz als Grundfarbe, klasse. Was hat er hier im Schnäbelchen? Irgendwie Schmückendes fürs Nest oder eine kleine Darbietung für die Erwählte seines Herzens? Oder ist es womöglich ein Schaf aus Berg mit roten Augen? Und langen Füßen, weil er schon so lange durch die Luft fliegt. Klasse. Nee, also liebe Marie-Claire, das ist ganz, ganz toll gezeichnet. Wow, super schöne Farben. Und ich muss niesen, ne? Denn ich habe mir hier einen leichten Schnupfen eingefangen. I'm so sorry. Oh, aber wirklich wunderschönes Bild. Klasse Aufbau. Ist schön, wenn ein Bild so durch Pflanzen oder Äste umrahmt ist und sich dann alles hier auf das Hauptthema konzentriert. Klasse, wunderschön. Vielen lieben Dank dafür. Also da habe ich garantiert lange dran gesessen, bis es fertig war, ne? Also ganz, ganz, ganz toll. So, Blick auf die Rückseite. Hier ist nix. So, dann haben wir hier, wow, klasse. Ein Fantasy-Wesen, ein Drachenkopf. Sieht für mich aus wie der Kopf von einer Gürtelschweife, ein Riesengürtelschweif. Und das hier alles ein bisschen umgewandelt. Ganz toll die Schuppen hier gezeichnet. Mit einem Feinliner-Filzstift die Konturen gemalt und dann mit dem Bleistift schön dazwischen gezeichnet. Das hier finde ich ja super originell, was hier so hinterm Auge weggeht, ne? Das ist also richtig schön künstlerisch. Auch dieser gestrichelte Hintergrund, ne? Man weiß nicht, gehört es zu dem Wesen oder ist einfach nur der Hintergrund angedeutet. Auf jeden Fall auch hier wieder signiert, 12.02.2018, also ganz aktuelle Geschichten. Ja, was heißt aktuell? Februar, jetzt haben wir Juni. Aber trotzdem, ganz, ganz toll. Vor allem schön auch diese zarten Bleistiftstriche hier immer auf der linken Seite der Schuppen. Das gibt eine schöne Tiefe. Das Auge ist auch schön getroffen, vor allem hier auch gut der Lichtpunkt gesetzt. Das gefällt mir sehr gut. Klasse, also eine tolle Echse, Drachenkopf, wie auch immer man das interpretieren möchte. Was für schöne Zeichnungen, hey. Finde ich toll. Mega detaillierte farbige Sachen und auch wunderschön gezeichnet in Schwarz-Weiß. Super. Rückseite ist nichts drauf. Aha, was haben wir hier? Vom 7.2.2018 kann das sein, dass das so rumgehört. Ist das ein stilisierter Fuchs oder sowas? Das hier sind die Ohren, der Kopf, das Pfötchen und hier der Schweif. Ein Fuchs oder eine Katze, irgendwie sowas, ne? Oder halt ein Fantasy-Wesen, so wie man es halt möchte. Ganz, ganz toll. Mir gefällt dieser Stil und auch cool gezeichnet, ne? Irgendwie Schwarz- oder Bleistift-Outline und innen so ein bisschen, ist das so ein bisschen grün schraffiert? Und dann auch noch hier schön ein Schatten gesetzt. Toll, also das würde sich klasse an der Wand machen von einer ganz modernen Wohnung. Mir gefällt die ganze Bewegung, dieses ganze, ne, die ganze Aussage von diesem Bild, ne? Sehr schön. Ganz, ganz weiche Bewegung, toll von der Skulptur her, ganz einfach minimalisiert auf das Wesentliche. Und das hier ist einfach so diese weiche Bewegung von diesem, ja, Fantasiewesen. Toll, also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Rückseite, nix. Okay, ach Gott, das ist ja auch schön. Übrigens, sowas finde ich immer gut, ne? Ich glaube, das hier ist eine Studie von deiner Hand, ne? Einfach so hingehalten und abgezeichnet. So fängt man an mit Zeichnen. Super. Und da kuschelt sich ein kleiner Drache rein. Mega süß. Von August 2017. Also auch klasse. Eine schöne Konturzeichnung, bisschen noch schraffiert mit Bleistift und ganz, ganz süßes Gesicht von diesem Drachen. Ich hoffe, es kommt einigermaßen gut raus auf der Kamera, weil es ganz zart gezeichnet ist. Das ist ein mega süßer Blick, total goldig, wie sich das hier in die Hand rein kuschelt, ne? Also super, sehr schön. Sowas gefällt mir immer gut. Daran sieht man halt, dass du wirklich Spaß am Zeichnen, am Experimentieren und vor allem auch an einem wirklich interessanten Bildaufbau hast, ne? Klasse, also ganz, ganz süßes Wesen, das kleine Tierchen hier. Eine Zeichnung schöner als die andere, ne? Kann man anders gar nicht sagen. So, dann, oh, jetzt wird's hier ganz mystisch. Das sieht aus, als ob eine Elfe einen Drachen umarmt oder so, ne? Auf den ersten Blick erkenne ich hier einen Kopf. Dann hier irgendwie zwei Flügelchen.
Und jetzt sehe ich gerade, die gehören zum Drachen. Nein, das ist eine Drachenumarmung. Hier haben wir also schätzungsweise ein Mädchen. Also ich interpretiere es als Mädchen, kann auch ein Junge sein. Man sieht nicht, ob die Haare vielleicht zusammengebunden sind zu einem Zopf, der hier weiterläuft. Das kann man jetzt gar nicht so interpretieren. Auf jeden Fall super schönes Bild, ne? Und drumherum ist hier so eine Aura und dann hat dieses Wesen, dieser Drachen, dieser Nachtschattenähnliche, mit Alienaugen versehene Drachen, hier auch noch überall Sterne und von einer blauen Aura umgeben. Also das ist schon sehr esoterisch, das Ganze. Aber tolles Bild. Schön gemacht. Also so habe ich einen Nachtschatten noch nie gesehen, dass er aussieht wie ein Alien. Cool. Absolut cool. Das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Eigentlich die Augen noch ein bisschen zugekniffen, aber durch dieses Dunkle wirkt es wie so Alien-Augen. Ne? Das ist echt cool. Auch die Hörnchen, die Ohren etc. Sehr schön gemacht. Hier erkennt man dann die Schuppen vom Bauch. Und hier halt das Menschlein. Die Menschin, der Mensch in inniger Umarmung. Guckt's euch an. Ja, auch ein super schönes Bild. Gibt's einen Titel dazu? Dann schreibt mir das gerne hier unten in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren. Also, tolle Zeichnung mit Bleistift und einem Buntstift. Mehr braucht's gar nicht, um hier eine tolle, ja, Aussage zu treffen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also sehr außergewöhnliche Bilder. Mit 16, Respekt. Das nächste Bild. Ui, hier guckt. Was durch? Etwas durch. Ist es eine Wand? Ist es nur das Papier? Auf jeden Fall mit der Tatze hier aufgerissen und grinst uns hier an. Toll, richtig, richtig toll gemalt. Und ich gehe davon aus, ne, es ist ein Nachtschatten, ein Alpha. Man sieht hier dieses blaue Leuchten, das blaue Glühen. Ganz große, süße Augen, die Zunge, der Mund ein bisschen zu sehen. Also ganz, ganz tolle Pose. Richtig, richtig schön gemacht. Auch wie hier noch ein kleiner Riss drin ist. Sehr schön. Und das Lachen ist total lieb. Also auch das ist dir super gelungen. Ich meine, was soll ich da groß dazu sagen, ne? Man sieht's, hat ein Gefühl und das ist das, was eine Zeichnung erreichen sollte. Und du hast es hier absolut geschafft. Toll. Absolut schön. Ich halte es noch ein bisschen näher an die Kamera, damit ihr noch die Details ein bisschen schöner sehen könnt, ne? Auch bei den Augen hat sie ja noch ein bisschen was reingemalt und einfach nur zuckersüß geworden. Also vielen lieben Dank dafür. Ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier, ich tue das mal auf die Seite, ein kleines ausgeschnittenes Bild. Okay, hier steht ein Mädchen, eine Frau mit ihrem Drachen irgendwie an einem Geländer. Hier ist der Mond oder die untergehende Sonne. Ich glaube eher, das ist der Mond, denn wir haben hier Sterne drumherum. Ne, kann man ganz leicht sehen. Blauer Nachthimmel. Hier sieht man wieder Wellen, Strand, ein bisschen die Szene. Und hier ist noch ein bisschen grün. Und da steht diese Dame und schaut sich den Mond an. Und zu ihren Füßen sitzt noch ein kleiner Drachen. Auch eine nette Idee. Sehr ramontisch und hat so ein bisschen was von Sehnsucht. Ne? Echt schön gemacht. Vor allem der Mond spiegelt sich hier auch ein bisschen in den Wellen drin. Ne? Jetzt ist ein bisschen heller gezeichnet. Also schöne, nette Details, kleines Bild. Sieht auf den ersten Blick ganz einfach aus, aber wenn man so ein bisschen nochmal hinguckt, sieht man erst die vielen Feinheiten. Ne? Gerade so die Sternchen, das Spiegeln des Mondes in den Wellen, die Wellen überhaupt, dann auch der Strand, nicht nur einfach gelb oder braun. Sie hat hier noch viele kleine, nette Details reingemalt. Die Grashalme und der goldige Drachen. Und die Haare fließen hier schön. Klasse, auch von Juli 2017. Ja, dankeschön dafür. Als nächstes haben wir hier einen Drachen, einen Wächter oder einen Hüter mit weit ausgebreiteten Flügeln. Ihr werdet lachen, so ähnliche Skulpturen habe ich hier bei mir, ganz große sogar. Und hier flitzt sogar irgendein Wesen oder ein Feuerball rum. Ich glaube, das ist irgendein Wesen. Ich kann euch leider nicht sagen, aus welcher Serie, Film, gibt's da was dazu? Oder ist es reine Fantasy von dir selbst erfunden? Keine Ahnung. Sieht irgendwie aus wie so zwei glühende kleine Augen in einem Flammenball drin. Der Drache ist sehr, sehr gut gelungen, by the way. Typischer Drachenkopf, das Maul geöffnet, rote Augen. Sitzt und kauert er hier auf einer Erhöhung. Könnte auch ein Drachennest sein. Und bewacht hier die Jungen, die Eier, oder ist halt einfach gerade sehr verwundert, was da um ihn rumschwirrt, ne? Klasse. Auch in den Flügeln sehr schöne Details zu sehen mit den Farben. Also, das macht dir schon Spaß, mit Farben zu spielen. Selbst die Farbe des Drachen, die Haut, mit ganz vielen Farben
zusammengemixt, damit es die Wirkung hat, die ihr hier auch seht. Und das etwas Unwesentlichere hat sie hier einfach noch in schwarz bzw. grau gemalt. Wichtig und zentral ist hier der Drache mit diesem, ja, Flammenwesen oder so. Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ebenfalls von Juli 2017. Also ich bin sehr beeindruckt von deinen schönen Zeichnungen. Ganz, ganz toll. Mach unbedingt weiter so. Ganz, ganz großartig. Wenn du Spaß hast am Zeichnen, und das sieht man hier, das ist mehr als offensichtlich, mach weiter so, finde ich ganz, ganz klasse. Und es ist mir wirklich eine Ehre, das hier zeigen zu dürfen, weil sich von sowas zu trennen, da gehört auch was dazu. Da hat sie ja übrigens die Ecken abgeschnitten von dem Blatt, ne? Hier sind die Ecken, hier ist es rund. Ja, sind so Feinheiten, auf die achte ich immer gerne. Als nächstes, ach Gott, Leute, Rupi-Schriftzug, guckt es euch an, ist das nicht super cool? Und hier, guckt euch mal den tollen Drachen an. Das ist ja der absolute Oberknaller, sitzt hier auf einer blauen Kugel, ist das womöglich die Welt? Eine blaue Kugel oder ein riesen blaues Ei oder so irgendwie was, ne? Und der Rupi-Schriftzug, der ist ja super schön geworden. Vor allem halt auch Farben, die ich echt mag. Knalliges Rot, Gelb, Schwarz und dieses auch tolle, intensive Blau. Wunderschön, echt. Und das ist ja absolut cool geworden. Der Wahnsinn. Der Drache ist ja total schön geworden, ne? Der Schweif, guckt euch das an. Und vor allem hier diese leichten Flügel, ne? Massiges Kerlchen, aber unglaublich leicht, trotz allem, weil es halt so schön spitz hier überall ausläuft, ne? Federleicht und doch gewichtig. Ja, passt. Super gut. Mensch, was für schöne Zeichnungen. Übrigens, 5.06.2017 gemalt, ne? Ich habe im Juni Geburtstag. Haha! Nicht ganz so früh, ein bisschen später, aber passt doch, ne? Also danke für dieses nachträgliche Geburtstagsgeschenk. So interpretiere ich das einfach mal. Also ganz, 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 ganz super. Der Hammer. So, dann geht's hier weiter mit einem wirklich toll gemachten Drachenauge, Leute. Guckt euch die Details hier an. Die Schuppen alleine um das Auge herum. Die Pupille hat sie wunderschön gemacht, ne? Pfeift euch das rein, brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist super, super schön gemacht in allen Grüntönen. Also besser kann man es gar nicht machen. Auch der Lichtpunkt ganz, ganz toll gesetzt. Und dann dieses wunderschöne Blau drumherum. Die Schuppen in allen möglichen Formen, Größen. Ganz, ganz toll. Auch schön, wie das Ganze hier am Rand ausläuft. Auch im Juni gezeichnet. Ja, klasse. Und vor allem, wie viele Farben du hier immer vermischst, ne? Hier ist hier Schwarz mit drin, dann Blau drüber, damit es einfach heller oder dunkler noch wirkt. Fantastisch, ne? Auch dieses Gefranste hier unten. Super schönes Drachenauge. Echt. Und man merkt, dass du da wirklich Liebe reingesteckt hast, denn das hat eine gewisse Tiefe. Deine Bilder haben eine gewisse Tiefe. Man merkt einfach, ob jemand nur Bilder malt, so zack, 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 jo, gemalt und weg, sondern ob jemand Bilder mit Gefühlen malt. Es ist ja immer so, wenn man zeichnet, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe mir immer einen Kopfhörer aufgesetzt, eine gute Musik draufgelegt und dann hier gezeichnet. Und dann kommt man so in wie so eine Art Trance-Zustand. Bei mir war es dann immer so, auch wenn ich teilweise, keine Ahnung, 6 Stunden an einem Bild gezeichnet habe, es war wie im Traum. Ich habe die Entstehung des Bildes gar nicht wirklich mitgekriegt. Ich war wie komplett abwesend oder ich bin dann immer komplett abwesend und ich wach dann auf und zack, Bild ist fertig. Ne? Und die ganzen Gefühle, Gedanken, die man hat, während man sowas zeichnet, das fließt in das Bild rein und das bleibt da auch drin für immer und immer. Und das spürt man, das sieht der Betrachter, spürt der Betrachter beim Angucken von einem Bild. Es gibt ganz viele oberflächliche Bilder und es gibt ganz, ganz tiefgehende Bilder und diesen Tiefgang hast du hier bei deinen Sachen. Nicht bei allen, aber bei manchen auf jeden Fall. Super, 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 super. Das nächste Bild, sorry, aber ich muss halt leider Gottes weitermachen, ist auch im Juni entstanden. Super. Ein grüner, toller Drachen fliegt in eine Art, keine Ahnung, Sonnenexplosion. Ja klar, ist eine Blüte, aber egal, kann man interpretieren, wie man das möchte. Ganz, ganz toll, super schön. Wir haben hier natürlich wieder so eine Art Nachtschatten, wie auch immer. Auf jeden Fall mit Sattel, Sterne und Kreise, großes Thema bei dir.
Und dieses, ja, grün ist es eigentlich gar nicht, ne? Ist eher so ein Mint- oder Türkisfarben. Und das zusammen mit dieser Blüte, mit dieser Sonne oder was auch immer, das kommt richtig, richtig gut. Wunderschön, echt ganz, ganz toll. Rot, Orange, Gelb, das Zentrum ist braun. Kann man natürlich alles reininterpretieren. Und jetzt auch noch ein paar ganz zarte Sternchen drumherum gezeichnet. Also das ist Fantasy pur. Ich bin total begeistert. Auch die Tiefen, die du hier noch mit reingezeichnet hast. Ganz, ganz toll. Ach Gott, und neben mir liegt schon das nächste Bild, Leute. Es ist der Hammer. Echt, es ist der Hammer, was die liebe Marie-Claire mir hier geschickt hat. Hey, echt, ich bin mir total baff. Passt mal auf, hier kommt nämlich das hier. Guckt euch das an. Das ist nicht der Hammer. Nicht der absolute Oberkracher. Drei Drachen. Und hier auch noch, ach, guckt mal, hier dieses Wesen mit diesem Schweif hier hinten. Eine Katze, ein Fuchs oder was auch immer. Wo habe ich die Zeichnung? Hier, das hier, ne? Das hier sitzt hier ganz klein in Schwarz. Ist das nicht toll? Und dann hier der kleine braune Scheißer. Es ist also ganz, ganz toll. Auch die Farben, die Farbzusammenstellung. Ganz, ganz toll gelungen. Echt ganz, ganz toll. Auch hier tolles, wunderschönes Mischwesen. Also da ist einfach alles drin. Und die ausladenden großen Flügel. Das ist Freiheit. Ich interpretiere das mit Freiheit. Je größer die Flügel, umso weiter kommt man hoch. Und aus mehr Entfernung behält man einfach einen besseren Überblick. Ne? Und das ist ein Teil der Freiheit. Klasse, guck mal, wie dünn der Schweif hier ausläuft. Ne? Klasse. Super, also total süß gemacht. Und dieses kleine schwarze Wesen hier, sowas, das sind so Details, das haut mich einfach weg. Ne? So eine kleine Katze oder ein Fuchs oder wie schon gesagt, was auch immer das ist, was sich so hier mit dazu kuschelt. Und dann Rupi mit Herzele. Ne? Ach Gott, echt. Die Queen Marie Claire, guckt unbedingt bei ihr auf den Kanal. Also ganz, 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 ganz großartige Zeichnungen. Der Hammer. Was eine Freude, das hier auspacken zu dürfen. Ich bin hin und weg. Wirklich ganz, ganz toll. Guckt es euch nochmal an. Die ganzen wunderschönen Zeichnungen. Der Hammer. Wenn euch ein Bild besonders gut gefällt, haltet einfach das Video an. Dann halte ich übrigens auch meine Klappe. Ihr könnt es euch in aller Ruhe anschauen. Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich das hier von oben filme. Ne? Dann habt ihr wenigstens das ganze Bild hier in der Übersicht. Ach, toll. Leute, ein Bild schöner als das andere. Echt fantastisch und wirklich mit viel Herzblut gezeichnet. Man sieht es ganz einfach. Ne? Und alleine diesen Ausdruck hier, das muss ich erstmal hinkriegen. Ich muss da immer an Studio Ghibli denken. Da gibt es so eine ähnliche Szene. Das ist toll, super, schön getroffen. Und dann halt auch sowas, ne? Total esoterisch. Weiß auch nicht. Mit Schwarz und Blau eine tolle Stimmung getroffen. Ganz, ganz toll und sehr, sehr innig, ne? Ja, und dann auch so süße Geschichten. Also super. Dann hier natürlich auch schöne Studie von einem Fantasy-Wesen, Fantasy-Kopf. Ne, das sind ja keine normalen Echsenschuppen. Ihr seht ja, wie die auslaufen. Eigentlich sieht es aus wie Blätter, ne? Wie so ein Blattgewirr. Und daraus entsteht ein Kopf. Das ist doch einfach fantastisch, oder? So, und dann noch dieses wunderschöne farbige Bild zum Schluss. So hat es angefangen und das finde ich auch ein schönes Schlussbild für dieses Video. Liebe Marie-Claire, nochmal vielen lieben Dank für deine Zeilen, für die vielen, vielen tollen Zeichnungen. Und ja, der Umschlag ließ es schon erahnen, wie super cool der Inhalt hier ist. Ne? Also wow, der Wahnsinn. Schön. Und was eine Ehre für mich, das auszupacken. Ich kann es anders gar nicht sagen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ganz, ganz dickes Herzele, der Vogel natürlich drin, logisch. An dich, Dankeschön. Wir haben noch relativ früh am Morgen und das wird mich jetzt hier durch den Tag begleiten. Ne? Also vielen lieben Dank dafür. Viele Grüße, winke, winke und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Rupi. Ne? Macht euch einen schönen Tag, Leute. Macht euch einen schönen Tag mit viel Fantasie. Ganz wichtig.